Hallo und herzlich willkommen im Filmclub. Heute geht es um ziemlich beste Freunde, in dem der reiche Philipp, der eigentlich alles hat, nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist und einen Pfleger braucht. Als neuen Pfleger stellt er den aus armen Verhältnissen stammenden Dries ein und zwischen den beiden entwickelt sich eine besondere Freundschaftsbeziehung. Die Schauspieler in diesem Film sind toll, besonders die Hauptcharaktere Dries und Philipp sind von Omar Sy und François Cluzet richtig toll gespielt. Die haben eine tolle Chemie zueinander. Sie sind wirklich sehr, sehr authentisch. Man nimmt ihnen diese Rollen wirklich ab und das ist richtig, richtig gut. Der Film ist extrem lustig und unterhaltsam geworden. Der Humor gefällt mir sehr. Er ist auch extrem gut über den Film verteilt, was ich fantastisch finde. Und das macht diesen Film einfach aus und das macht ihn so sehenswert. Deswegen sind so viele Leute ins Kino gegangen, weil dieser Humor einfach extrem erfrischend und lustig ist. Auch technisch ist dieser Film wirklich ordentlich. Die Kamera ist gut. Der Soundtrack bindet sich stark in das Geschehen ein. Passt wirklich sehr, sehr gut dazu. Auch die Klavierstücke, finde ich, passen auch gut in diesen Film hinein. Und trotz dessen, dass es am Ende eine Flaute gibt und das Drehbuch nicht sonderlich überrascht, ist dieser Film wirklich einer meiner Lieblingsfilme oder mein Lieblingsfilm aus Frankreich. Und er hat wirklich einen hohen Wiederschaufaktor. Ich musste mir den Film wirklich schon zig Male anschauen. Er hat wirklich einen erfrischenden Humor. Er ist toll gefilmt und er hat eine tolle Botschaft. Und deshalb gebe ich dem Film 9 von 10 Punkten. Und falls euch diese Kritik gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und ansonsten könnt ihr uns hier abonnieren und die Infocards auschecken. Da haben wir ein paar Videos für euch verlinkt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal mit einer Kritik mit mir, dem Frederik.